Marianne Stengeler. Marianne Stengel nach vorne als unseren Gast hier. Gelobt seien Jesus und Maria. Von Herzen grüße ich euch mit einem erfüllten Herz. Natürlich, ich bin ein wenig nervös, aber indem ich Cyril gehört habe und der uns eine Katechese gehalten hat, das war mir sein Lebenszeugnis und es hat mich so erfüllt und so eine ähnliche Geschichte habe ich auch. Meine Geschichte ist auch in Wahrheit, ich möchte sagen, wundersam und er spricht über die Berührung der Mutter Gottes in meinem Leben und diese Liebe, die ich hier in Medjugorje gespürt habe. Schon ein Jahr, seit Papst Franziskus das Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen hat und wir sprechen über diese Barmherzigkeit und ich habe es wahrhaftig in meinem Leben auch gespürt und deshalb bin ich auf wundersame Art und Weise hier, damit ich euch dies bringe. Mein Name ist Marian, komme aus Kroatien, aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Zagreb. Meine Geschichte war am Anfang nicht so glücklich, solange ich noch im Mutterleib war. Mein Vater ist gestorben, ich habe ihn niemals kennengelernt und hier, ich habe noch einen älteren Bruder, er ist auch mit mir hier, wir sind schon 10 Tage hier in Medjugorje und wir beide sind mit der Mutter aufgewachsen und unser Leben war nicht immer leicht. Meine Kindheit, es war 1991, Heimatkrieg, und da hat meine Kindheit aufgehört. Und da musste ich mein Haus verlassen, meine Freunde. Und bis dahin haben wir alle zusammen gespielt. Wir haben nicht geschaut, wer ein Kroat ist, wer ein Orthodoxe ist, wer Katholik ist und so weiter. Und dann auf einmal haben wir uns getrennt. Wir haben nicht mehr zusammen gespielt und ich möchte sagen, meine Kindheit war nicht so leicht. In meiner Familie gab es ja alles, aber am wenigsten Gott. Und den Glauben, den ich erlebt habe, das war nur bei meiner Oma, die mich immer sonntags zur Kirche gebracht hat. Und das Motiv war eigentlich immer einfach Eis essen. Du wirst das Eis nach der Messe bekommen. Und so, dadurch wurde ich motiviert von klein auf. Und diese Priester auch, indem sie mich irgendwie angezogen haben. Und eines Tages habe ich geträumt, und als kleiner Junge habe ich über dies gedacht, so wie schön wäre dies, wenn ich auch mal Priester werde. Aber mein Leben ging nicht immer so glatt mit den vielen familiären Problemen, mit meiner Mutter und meinem Bruder und irgendwie habe ich mich so gefühlt, mein Leben ist schwer und immer als wir Probleme hatten, ich bin dann immer zur Kirche gegangen und kam vor die Statue der Mutter Gottes und habe gesagt, Maria, hilf du mir und ich habe da wahrhaftig gespürt, dass ich zur Mutter spreche und sie konnte mich verstehen. Und Maria war für mich einfach diese Statue in der Kirche und ich habe nicht so viel Achtsamkeit ihr geschenkt. Sie ist die Mutter unserer Kirche. Und so wie jeder junge Mann, in dem das Leben ihn so mitnimmt. Und ich wollte so bald wie möglich aus dem Haus sein und 100 Kilometer weiter bin ich dann in die Mittelschule. Und ich habe etwas eingeschrieben, wo mich überhaupt nicht interessiert hat. Das war sozusagen speziell Naturschule, Waldschule. Das interessierte mich eigentlich nicht. Und dann auch weiterhin Fakultät, in dem ich Bauwesen studierte und dann, so wie alle jungen Menschen, ich liebte das Vergnügen, ausgehen und so. Und dann über einen Studentenservice arbeitete ich in Zagreb und damit ich dann zu Geld komme, damit ich leichter leben kann, bequemer, angenehmer, leichter lebe. Und dann, als ich dann wiederum nach Hause kam, dann
ministrierte ich, war im Kirchenchor und ideal in der Kirche, wunderbar. Und ich war sogar einer von jenen in der Kirche, in unserer Pfarrei, in dem ich etwas bewegt habe, mit den anderen Wallfahrten organisiert habe. Und das war irgendwie Heuchelei. Ich war in einer anderen Stadt, lebte das andere Leben, und als ich dann zu Hause war in meiner Pfarrei, lebte ich wiederum was anderes. Nun, und dann, als ich dann Bauwesen studierte, da war die Gemeinschaft Legion Mariens, und ein kleiner Teil ist auch hier heute, und ihr könnt sie auch grüßen, und sie sind heute Morgen früh gekommen, um dies zu reservieren hier vorne. Entschuldigt, also jene, die vielleicht hier vorne sitzt, heute haben sie dies reserviert und sind ein bisschen laut heute. Und so wie ich gesagt habe, in meiner Gemeinschaft, in meiner Pfarrei, war dann die Legion Mariens, und das ist 1921 in Dublin in Irland entstanden, wurde gegründet, und nun auch ein Prozess von dem Seligen. Wir sind dabei, er, der das gegründet hat, und nun ein Prozess, dass Gott mehr in der Welt geliebt wird. Und so ist diese Bewegung entstanden. In unserer Pfarrei sind 200 Mitglieder, nur in einer Pfarrei, und zwar in meiner Pfarrei Sisak. Und das, was mich angezogen hat, also diese jungen Menschen, sie haben mich immer wieder eingeladen, und ich habe es aber immer wieder abgewiesen, und ich habe tief im Herzen gewusst, dass Maria mich ruft, und dann ist etwas in meiner Familie geschehen. Ich möchte jetzt nicht seine Sünden sagen, so gut er auch ist, aber er hatte ein schweres Leben, 6-mal wegen Alkoholentzug ist er von zu Hause, und es war nicht einfach. Und ich war dann nicht so sehr mit Maria und Gott damals, aber dann in diesem Moment, wo wir dann erlaubt haben, dass Maria in unser Leben kommt, zumindest ein Moment, dass sie dann in unserem Leben wirkt, dann hat sich auf einmal alles geändert. Und in dieser Gemeinschaft, die jungen Menschen, sie gehen in die Altersheime, Krankenhäuser, sie gehen zu den Kindern, arbeiten mit ihnen, auch jene, die auf der Straße sind, Alkoholiker, und helfen ihnen. Und wir machen auch so Veranstaltungen und Bühnenspiele. Wir sind nicht so ruhmreich wie die Gemeinschaft Genakula, wir möchten es nicht, aber wir wirken auch auf diese Art und Weise. Nun, aber meine Geschichte beginnt mit einer Begegnung mit einem Menschen, Bruder Vlado, der Präsident von dieser Gemeinschaft, und der auch dazu beigetragen hat, dass ich heute hier spreche. Also so wie ich bei der Einführung gesagt habe, meine Geschichte kommt aus Medjugorje, aus dem Herzen der Liebe Mariens. 2007 im Frühling hat das Ganze begonnen, indem ich zufällig an einem Wochenende nun mich auf den Weg gemacht habe. Ich habe diese Wallfahrt organisiert, und irgendwie es war Neugierde, und es war ein Ausflug sozusagen, und ich bin hierher gekommen. Es war irgendwie alles ein bisschen seltsam, und dann war es für mich auch ein bisschen schwierig, dass die Mutter Gottes jeden Tag hier erscheint. An dies konnte ich nicht glauben, und ich möchte sagen, es war für mich irgendwie ein bisschen seltsam, ein bisschen lustig. Und dann mein Bruder Vlado hat gesagt, komm doch mit zum Jugendfestival, da ist ein bisschen anders. Und natürlich, zuvor hat er mir auch einige Videos geschenkt, und ich habe es aber nie angeschaut, und regelmäßig habe ich zurückgegeben, habe gesagt, wunderbar, aber eigentlich habe ich es gar nicht angeschaut. Und nun, dann kam ich zum Jugendfestival 2007, und so wie all den anderen, es war schön für mich, hier singt man, es ist interessant, schön, Fest, Feier, und auch noch dazu spirituell
werden alle bereichert und hinten beim lichtreichen Geheimnis beim ersten, dort saß ich und dann, wenn dir Gott etwas sagen möchte, entferne dich ein bisschen und dann, indem auch ein Priester hier am Altar Zeugnis gegeben hat, so wie Cyril auch vor mir und dann dieser Priester, er hat über seine Priesterberufung gesprochen und dann in einem Moment hat er gesagt, auch dich ruft Gott, das, was Gott dir eingepflanzt hat in deiner Kindheit als Sehnsucht, möge dir dies bewusst werden, Gott möchte dich als Priester. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, Gott spricht, aber nein, Gott, ich habe meinen Plan, nein, ich studiere und mein Bauwesen und ich plane mein Familienleben. Ich möchte eine Frau haben, dunkelhaarig, dunkle Haut und so. Und ich möchte dann irgendwie als Bauingenieur eine Firma haben und irgendwie ein schönes Ferienhaus und so. Ich möchte so leben als, also mit einer Familie. Und dann aber dieser Priester hat gesagt, fürchte dich nicht, Gott möchte, dass du auch Priester wirst. Und dann, mein Kampf mit Gott hat da begonnen, in diesem Moment. Und es dauerte ein ganzes Jahr lang und ich kann euch dies nicht beschreiben, was für eine Unruhe ich erlebt habe. Und in diesem einem Jahr, und oft bin ich Priestern begegnet, die ich nicht kannte, und die haben dann gesagt, ich glaube, du könntest ein Priester werden, oder ich habe dann einfach bei Fürbitten auch oft dies gehört, Priester bezogen, und dann Gott, er ruft mich, öffne dich, und durch das Ganze, Gott regt dich an, dass du vielleicht auch eines Tages dann Priester wirst. Und 2008 bin ich dann zum Jugendfestival gekommen mit einer Antwort an Gott, es reicht jetzt dieses Malträtieren, Gott, indem du mich und dich plagst. Und nun, ich habe jetzt eine Frage, was möchtest du denn von mir und meinem Leben? So geht es nicht mehr weiter. Und es war ein Dienstag, 5. August 2008 war dies. Und hier war ein Zeugnis von Pater Mike Lechner, wenn ich gut den Nachnamen gesagt habe. Und zuvor hat Paddy Kelly gesungen von dieser Kelly Family aus der bekannten Familie. Und dann irgendwie dieser letzte Teil, also da, wo ich hinten saß, ich wollte irgendwie ein bisschen vorkommen und ich hatte diesen Wunsch. Und dann, wenn Gott dann einen findet, und so wie diese Frauen hier, die unterm Regenschirm sitzen, so habe ich auch die Position eingenommen und habe mir gesagt, so, jetzt möchte ich hören, was dieser Mensch mir sagen will. Und er hat über seine Lebensberufung gesprochen und seine Geschichte hat mich so sehr berührt. Und in seinem Leben habe ich mein Lebensbild gefunden und in seiner Geschichte war vieles, aber am wenigsten Gott. Und er hat über sein stürmisches Leben gesprochen, seine Schwächen und auch so, er war auch irgendwie im Gegensätzlichen. Die Mutter hat ihn eingeladen, nach Medjugorje zu kommen. Und ich habe ihm zugehört und saß hier so. Und seine Geschichte hat mich sehr berührt. Und dann in einem Moment war ich so begeistert wegen seiner Bekehrung. Und dann hat er begonnen, über seine Priesterberufung zu sprechen. Sein Traum war, dass er eines Tages ein großer Rugby-Spieler sein wird, also amerikanischer Fußballspieler, und wahrhaftig ein ganz anderes Leben zu haben. Und dann erzählte er seine Geschichte, und es war nicht nur ein Jahr, so wie bei mir,
dieses Gegensätzliche, in dem er gekämpft hat. Und dann aber als er, also er hat viel länger gekämpft und dann hat er diesen Kampf verloren. Er wusste dann, indem es ihm gesagt wurde, er wird dann Priester. Und als er hier dann war, dieser Mann, und dann in einem Moment, ich saß da vorne und er sagte, fürchte dich nicht. Gott ruft dich und du wirst auch eines Tages, wirst du hier auch vorne stehen, hier am Altar und Zeugnis abgeben vor den vielen Jugendlichen. Und da habe ich in mir diesen Wunsch gehabt und habe gesagt, Gott, ach, wie schön wäre dies, wenn ich es wäre. Und ich wusste, dass er zu mir spricht und ich wusste, dass Gott immer mehr und mehr und stärker mir die Zeichen gibt, dass er mich als Priester haben möchte, aber in mir war weiterhin diese Unsicherheit, die Angst, Wut und an diesem Tag war ich ganz besonders wütend auf Gott und dann habe ich gesagt, Gott, weshalb ich? Es sind doch so viele andere junge Menschen aus der ganzen Welt, kannst du nicht jemanden anderen finden? Lass mich doch in Ruhe und ich bin doch vielleicht nicht für dies. Und dann bin ich zum Mittagessen gegangen, das Programm vormittags endete und dieser gleiche Vlado, irgendwie bin ich dann von ihm geflohen den ganzen Tag und dann waren wir doch beim Mittagessen zusammen und dann hat er gemerkt, dass ich irgendwie anders war und dann meinte er, komm, wir gehen doch Kaffee trinken, dass wir ein bisschen zusammen sprechen. Ich möchte sagen, er ist ein Laie, ein Religionslehrer, also Lehrer der Glaubenslehre, also ich achte auch all die Priester und sonst Ordensmänner, aber er als Laie hat mir sehr viel geholfen. Und wir sind hier in einem Café und irgendwie hat er gespürt, dass mich etwas so sehr in meinem Herzen plagt und dann hat er so langsam alles aufgedeckt bei mir und er sagt zu mir, ich muss dir etwas sagen, du tust immer noch Gott anklagen, weil er dir an einem Tag den Vater genommen hat. Und weißt du, das hast du in dir. Und nichts Schlimmeres kann sein, als Hass im Herzen zu haben. Und ich weiß diese Momente von dem Empfängnis an. Es war so gnadenvoll, dass Gott mich durch diese gnadenvollen Momente geleitet hat und da hat er mir gesagt, Gott, sag zu dir, klage mich nicht an, ich liebe dich und er gab mir Worte des Trostes, Bibelzitate, hat er mir gesagt, du bist mein geliebter Sohn, ich habe dich für mich erschaffen. Ich habe dich in meine Handfläche eingeschrieben. Du gehörst mir. Und ich habe so tief diese Worte erlebt, diesen Frieden in mir erlebt und diese Wut, die ich in mir hatte gegenüber Gott. Es hat sich alles gewandelt und ich habe dann diesen Moment, dann dies gesagt, Vlado, weißt du, ich muss dir etwas erzählen. Und ich habe ihm eigentlich nicht viel erzählt, was so das letzte Jahr war. Und dann habe ich ihm auch noch dies erzählt, was Pater Mike gesagt hat, indem er Zeugnis gegeben hat. Und dann meinte er, weißt du, das, was er gesagt hat, das hat er dir gesagt. Und ich habe nicht mal alles gesagt. Und er wandte sich zu mir und sagte, Gott spricht zu dir, öffne dich, auch wenn es der letzte Tag vom Jugendfestival ist. Gott wird dir ganz klar sagen, was er von dir möchte. Und ich bin dann aus diesem Café mit ihm gegangen und ich habe mich bei ihm bedankt. Danke dir, jetzt ist meine Seele ruhiger und Gott wird dir noch klarer alles sagen, sagte er mir. Und dann bin ich hier vor die Muttergottesstatue gekommen, hier vor der Kirche, habe ganz fest gesagt, ich war auf Knien und ich habe gesagt, Mutter Gottes, ich gehe. Aber ich möchte noch ein festes Zeichen haben. Wenn Gott mich wahrhaftig als Priester haben möchte, dann möchte ich ein festes Zeichen, so
wie dieser Apostel, den wir oft als den Ungläubigen nennen, wie Thomas. Und ich werde Gott nicht glauben, bis ich meinen Finger in deine Wunde lege. Ich werde bis dahin nicht glauben. Und Gott, ich werde nicht aus Medjugorje gehen, bis du mir klar sagst, was du von mir möchtest. Und es war dann der Rosenkranz. Und ich habe ganz fest gebetet, Herr, gib mir die Antwort. Und meistens bin ich drüben da hinten bei dem Stein. Und da saßen wir so zusammen. Und dann hatte ich den Wunsch, irgendwie allein zu sein, und ich bin drüben zum gelben Saal gegangen, und Gott spricht meistens in der Stille, und ich wollte allein sein, wollte auch dann die Kommunion empfangen, und dann kommen die Freiwilligen, die mit Priestern dann kamen, und dann unter ihnen auch Mike, der vormittags Zeugnis gegeben hat. Stellt euch vor, an diesem Tag waren 500 Priester, und dann in diesem Moment Mike sendet, also Gott sendet Mike, um die Kommunion auszuteilen, und diese Tage, man hat nicht den Wunsch, hier die Kommunion auszuteilen oder hier, und er sagt mir zum Beispiel, hier am Altar, geh jetzt hier, und dann, nun, das war auch so bei Mike, und nun, ich habe gesagt, nein, Gott, ich bleibe jetzt hier, und wenn ich jetzt hier bleibe, und das wird für mich dann ein klares Zeichen sein, wenn Mike zu mir kommt, dann werde ich Priester werden, und das ist ein Zeichen dann von dir. Und er hat mir dann die Kommunion gegeben, und als ich dann die Kommunion empfangen habe, ich habe mich dann zum Kreuzberg gewandt, fiel auf die Knie, habe nichts gesagt. Ich habe nur geweint, geweint, tief geweint. Mein Weinen war nicht schmerzhaft, es war diese Freude da. Freudentränen, und in diesem Moment habe ich dies erlebt. Ich habe diese tiefen Worte in meinem Herzen erlebt. Unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir, o Herr. Und in diesem Moment, nun, das, was ich dann abgemacht habe, als ich das, was ich von Mike bekommen habe, und in diesem Moment, ich habe dann meine Entscheidung gegeben, ich werde Priester, und so wie an diesem Tag, und es war so, wir sind alle fröhlich, gehen nach Hause, und es war aber noch die Anbetung, und Pater Mike, ich habe dies noch vor Augen gehabt, wie er mir die Kommunion gibt, und dann musste ich noch etwas hören, es war die Anbetung, und unser lieber Pater Danko leitete die Anbetung, und dann wiederum in Stille, und Gott hat wieder zu mir gesprochen, und Pater Danko hat mit seinen Worten es gesagt, gehe nicht nach Hause, und damit du dann das einfach wegschiebst, das, was Gott dir gesagt hat hier, und dieses Zeichen, und er hat in diesem Moment dann dies gesagt, möge dir dies bewusst werden, wenn Gott dich zum Priester ruft, dann sei Priester, und in diesem Moment habe ich nur geweint, und der Chor spielte. Und in diesem Moment habe ich die Worte gehört, du bist mein geliebter Sohn, ich habe dich für mich erschaffen, ich habe deinen Namen in meine Handfläche eingeschrieben, du gehörst mir, ich habe diese Worte gehört, liebe junge Menschen, ich habe wiederum einen Beweis gesucht, und ich habe wieder geweint, war aber voller Freude, ich habe gewusst, dass Gott mich
ruft, Priester zu werden, und so viele schöne Zeichen. Und diese wunderbare Mutter, sie hat mich immer geleitet hier. Und so wie Cyril, also an der Uni, ich habe nicht so sehr das Buch geliebt, und wahrscheinlich der heutige Pfarrer von Ars ist für uns ein Vorbild. Ich kann nichts dafür. Ich bin nicht ein Mensch des Buches und der Philosophie. Und als ich dann Fakultät eingeschrieben habe, ich möchte sagen, ich habe mich nicht so viel vorbereitet. Und dann war mein Name nicht Marian, das N hat gefehlt, und dann, als die Prüfung war, ich habe nur zu Maria gerufen: Maria, wenn es dein Wille ist, dann helfe du mir. Und dann kamen die Resultate, da stand Maria und nicht Marian. Ich war als 33. auf der Liste, in dem ich aufgenommen wurde. Und auch die Jahre von Jesus. Und das war alles für mich so zeichenhaft. Und ich wollte Pater Mike begegnen. Und ich war so traurig, dass ich ihn an diesem Jahr nicht begegnet bin. Und 2013 habe ich ihn dann wieder gesehen. Und ich war Priesterseminarist. Und irgendwie hatte ich nicht den Mut, zu ihm hochzugehen und ihm zu sagen: Hör, so, du hast Zeugnis abgegeben, nach deinem Zeugnis hast du mein Leben geändert. Aber es war die heilige Messe in der Kirche, und ich habe ihn gesehen, denn er ist viermal so breit wie ich, also groß und so. Und er kam hier raus aus der Sakristei. Ich habe auf ihn gewartet, und ich spreche nicht so viel Englisch. Und diese paar Worte habe ich dann doch zusammengefasst, und ich musste ihn so an der Schulter halten. Und ich habe nur gesagt: Pater Mike, und er wandte sich zu mir, einen langen Bart, und dann habe ich gesagt: Oh Gott. Und dann habe ich gesagt: Mike, ich muss dir etwas sagen. Weißt du, wo du Zeugnis gegeben hast? Vor 8 Jahren hier in Medjugorje. Ja, yes. Und nach deinem Zeugnis habe ich dann diese Entscheidung gegeben: Ich werde Priester. Und er hat mich dann so rührvoll umarmt, und ich habe eine große Freude gespürt. Und jetzt möchte ich meine Geschichte enden. Als ich dann Fakultät endete und Studium, und ich wurde hier zum Priester geweiht, 25. Juni, und zwar genau am Jahrestag der Erscheinung der Mutter Gottes hier in Medjugorje. Und das ist für mich ein großes Zeichen. Vor 18 Tagen habe ich Jesus das erste Mal Jesus in den Händen gehabt, und meine Primizmesse war in Petrinja, in meiner Stadt, und sehr interessant, meine Stadt, dort von wo ich komme, wurde sehr durch Heimatkrieg zerstört, und viele Jahre gab es keine Primizmessen, und dieses Jahr waren 2 Primizmessen vor mir, mein Firmlingsparty und danach ich, und jetzt kommen noch nach uns junge Männer, die die Berufung gespürt haben, und sie bereiten sich für Priestertum vor. Und mein Motto war dies: Ich habe dies genommen, das von Petrus: Herr, du kennst alles, du weißt, dass ich dich liebe. Und gerade aus diesem Grund, denn Petrus hat 3-mal Jesus verleugnet. Ich bekenne dies, ich habe ihn nicht 3-mal verleugnet, sondern 1000e Mal. Aber ich habe ganz tief in meinem Herzen gespürt, dass Gott mir alles vergibt, dass er mich wahrhaftig liebt. Und deshalb mein Motto bei der Primizmesse: Ich habe dies genommen, Herr, du kennst alles, du weißt, dass ich dich liebe. Und ich möchte sagen, mein Leben ist wahrhaftig die Barmherzigkeit, wenn er mich ruft, mich als solchen, diese erhabene Ruf und
Und da glaube ich, Gott ist wahrhaftig barmherzig. Und ich möchte noch etwas sagen, indem Pater Mike auch darüber gesprochen hat. Ich werde glücklich sein, wenn ich einen von euch begeistere. Fürchtet euch nicht, wenn ihr in euch diese Sehnsucht habt oder zumindest einen kleinen Funken, eines Tages Priester zu werden, Ordensmann, Ordensfrau. Das ist wahrhaftig eine erhabene Berufung. Und letzten Donnerstag bin ich mit 7 jungen Menschen noch 460 Kilometer sind wir gefahren mit dem Fahrrad und sind dann um 2 Uhr nachts angekommen und die Füße sind nur gegangen, das war nicht ich und ich war immer der Letzte hinten den ganzen Weg und indem ich Medjugorje reingekommen bin, war ich der Erste und den ganzen Weg habe ich nur in mir, dies gesagt, Medjugorje, Medjugorje, Mutter Gottes und ich bin hierher gekommen, war auf den Knien vor ihr, habe der Mutter Gottes gedankt, ich danke ihr, dass ich hier sein darf und dass ich hierher gekommen bin. Und wir sprechen über die Barmherzigkeit und die Barmherzigkeit beginnt dann, wenn wir barmherzig in unserem Herzen werden. Und das habe ich gespürt als Priester. Das, was ich getan habe als Erstes, ich weiß, dass hier der größte Beichtstuhl der Welt ist. Und ich wollte hören, was die Menschen hier sagen, wie die Beicht hier ist und damit ich selbst Beichte hören kann, bin ich selbst in den Beichtstuhl, habe meine Sünden gesagt und mein Personalausweis lautet Sünder und nicht der Gerechte und dann erst bin ich in den Beichtstuhl, da habe ich mich hingesetzt und als ich gesehen habe, wie die Menschen weinen, ihre Schwächen sagen und wie sie durch die Beichte die Barmherzigkeit Gottes erleben, und die größte Gabe, das, was ich als Priester tun kann, das ist die heilige Messe. Und glaubt mir, nun und heute Abend werde ich zusammen mit euch die heilige Messe feiern. Und ich hätte dies nicht vorahnen können, dass so vieles die Mutter Gottes tun wird, dass ich heute Abend dann als Hauptzelebrant bei dieser heiligen Messe bin. Und am Ende, ich weiß, die Zeit läuft und noch etwas möchte ich sagen, noch ein Wunsch. Ich weiß, dass wir jedes Jahr hierher kommen, bei mir schon das 9. Jahr. Wir kommen zum Jugendfestival, es ist immer alles gleich, es sind nur andere Menschen und immer ist dieses schöne Gefühl und wir kommen dann nach Hause und irgendwie wird alles wieder lau und dann benötigen wir wieder dieses Kommen hierher, aber eins bitte ich euch. So wie der heilige Franziskus, als er dieses Gefühl hatte und dies erlebt hat, als Jesus ihm gesagt hat, Franziskus, geh und baue meine Kirche auf, die in diesem Moment zerstört wird. Und ich denke, hier die Priester alle auch und liebe Jugendliche, also ihr seid das Licht der Welt und wenn wir das nicht aber im Herzen haben, geh und baue meine Kirche auf und wenn wir dies nicht tun, dann wird nichts geschehen. Machen wir uns auf den Weg und tun wir Werke der Barmherzigkeit. Dazu ruft uns Gott auf und dazu ruft uns hier diese Frau auf, die Mutter Gottes, die Mutter der Liebe. Und danke, dass ihr mir zugehört habt, dass ihr mein Lebenszeugnis gehört habt. Gott segne euch. Danke dir, Marian, an deinem Zeugnis. Und wir setzen dann noch fort. Und zwar haben wir noch Vincenzo, der schon 6 Jahre in unserem Chor singt und er wird jetzt euch seine Erfahrung sagen.
Salve a tutti, sono Vincenzo. Ein Gruß an alle, ich heiße Vincenzo. Provincia di Napoli. Und ich komme in der Nähe von Napoli, von der Pfarrei Heiliger Jakobus, und ich studiere Wirtschaft und Musik. I miei genitori, sin da piccolo, mi hanno insegnato l'importanza della Santa Messa. Und meine Eltern, sie haben mir dies beigebracht, wie wichtig die Heilige Messe ist. Il mito del chitarrista rock. Non ti ho sentito, scusa. Crescendo, è nata in me la passione per la musica. Und so wie ich wuchs und in der Familie aufwuchs, in mir war dieser Wunsch nach Musik, und es war alles verbunden, Rockgitarre zu spielen. Und dann habe ich begonnen, und zwar die Heilige Messe zu animieren. Und ich erinnere mich, mein Priester hat mir eine CD geschenkt aus Medjugorje, aber ich habe dies in den Müll geworfen. Während der Eucharistiefeier, ich war abwesend mit meinem Herzen und meinem Verstand. Und alles ist irgendwie zur Gewohnheit geworden. Jetzt verstehe ich, dass diese Musik mein Herz verschlossen hat, und es hat mir nicht geholfen, dass ich mich selbst entdecke. 2008, mein Pfarrer hat dann eine Wallfahrt organisiert zum Jugendfestival, und er hat zu mir gesagt, dieses Jahr musst du absolut mitkommen. Und als ich dann nach Hause kam, dann habe ich gedacht, meine Eltern werden mir helfen, dass ich wahrhaftig seine Einladung ablehne. Und sie haben aber dann zu mir gesagt, geh, wenn es dir nicht gefällt, dann wird es auf jeden Fall eine wunderschöne Erfahrung sein. Ich weiß, dass im Leben wir diese Momente haben, wo die christlichen Eltern nicht mehr in Kommunikation sein können mit den eigenen Kindern, denn sie erlauben ihren Kindern nicht das, was die anderen Eltern ihren Kindern erlauben. Satan möchte die Kinder von den Eltern trennen, und dass es dann nicht zur Kommunikation kommt, und so wie die Vögel es mit ihrer Beute machen. Und in dieser Zeit, meine Eltern und mein Ortspfarrer, sie haben mich alle dazu gezwungen, dass ich nach Medjugorje gehe. Und Resultat von diesem Zwingen, das, was sie ausgeführt haben, das heißt, dass schon 9 Jahre ich sie wegen dem Ganzen preise. Nun, wir werden jetzt die Mutter Gottes grüßen im Namen des Vaters und des Sohnes, Heiligen Geistes. Amen. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. Sie empfing vom Heiligen Geist. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Bitte für uns, heilige Gottesmutter, dass wir würdig werden der Verheißung Christi. Lasset uns beten, allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Lass uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und für all unsere Verstorbenen, Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Quindi arrivai a Međugorje e non vedevo l'ora di tornare a casa. Und dann bin ich nach Međugorje gekommen und kaum konnte ich es erwarten, nach Hause zu kommen. Wahrscheinlich war ich der Einzige, der nicht den Rosenkranz hatte. Und ich habe gebeichtet und bin dann auf den Erscheinungsberg und auf den Kreuzberg und dann in einem Moment während der Heiligen Messe. Dann habe ich mich so gefühlt, und zwar irgendwie ganz allein, obwohl ich unter 60.000 Jugendlichen war. Und ich hatte diese Erfahrung von Gott in meinem Herzen. Und wenn du dann Gott in deinem Herzen spürst, dann kann dir niemand mehr sagen, dass Gott nicht existiert. Das erste Mal habe ich die Bedeutung des Wortes Frieden verstanden. Und Friede bedeutet nicht, etwas zu haben, etwas in Besitz zu haben oder ein Leben ohne Qual und Leiden. Reich, bekannt, Karriere aufzubauen. In unserem Herzen gibt es eine Leerheit, und die nur Gott erfüllen kann. Mit den Sachen dieser Welt können wir unser Herz nur in die Haltung der Anästhesie stellen, auf dem Weg zur Ewigkeit. Nachdem die Pilgerfahrt endete, nun, ich bin dann nach Hause gekommen, es war Mitternacht. Mein Herz war voller Freude und ich konnte nicht schlafen. Ich habe die Gitarre genommen und habe begonnen, die Lieder aus Međugorje zu spielen. Und ich erzählte über meine Erfahrungen bis 5 Uhr morgens. Meine Eltern, sie haben verstanden, dass in meinem Herzen etwas geschieht. I poster e i CD del rock senza sporzi.
Die nächsten Tage, ohne irgendeine Anstrengung, habe ich all die Poster weggeworfen, auch Rock, CD, Musik und alles, was verbunden war mit Rock, Musik. Und ich konzentrierte mich nur auf die Lieder von Medjugorje. Und dann habe ich begonnen, die heilige Messe zu animieren, also Messe für die heilige für die Maria, Mutter Gottes, Rosenkranz in der Familie, auf den Marktplätzen gebetet und in den Krankenhäusern mit Hilfe meiner Schwester, die die Violine spielt. Auf diesem Weg des Heranreifens, die Mutter Gottes hat mir langsam dies beigebracht, was es bedeutet, diese fünf Steine, was sie bedeuten, Rosenkranzgebet, heilige Messe, heilige Beichte, Lesen aus der Bibel und das Fasten. Ohne diese Mittel können wir dann nicht sagen, dass wir Jesus kennen. Und ich denke, dass die Mutter Gottes immer anwesend ist in meinem Leben. Und es geht kein Tag vorbei, in dem ich nicht denke, wann komme ich wieder nach Medjugorje. Und dann das nächste Jahr habe ich mit mir meine Familie gebracht. Und langsam Rosenkranzgebet kam in unsere Familie. Wenn wir die Mutter Gottes annehmen, dann kommt der Frieden in diese Familie. Der Herr erkannte all meine Träume. Und 2011 hat er mir dies ermöglicht, dass ich Mitglied vom internationalen Chor und Orchester werde. Di animare momenti di preghiera insieme ai miei amici del coro. Er hat mir die Möglichkeit gegeben, auch die Momente zu animieren mit meinen Freunden aus dem Chor in Polen, Portugal und in Italien. Es fehlte auch nicht an Gaben für meine Pfarrei. Zwei junge Menschen, sie haben diese Berufung empfangen. Einer ist Priester geworden und der andere Diakon. Und in unserer Pfarrei haben wir jetzt eine Anbetungskapelle. Und ich möchte sagen, die Musik ist ein wahrhaftig mächtiges Mittel. Das, was im Herzen eines Musikers ist, das wird auch in seiner Musik sein. Aber seid sehr achtsam mit dieser Musik, die das Herz still macht. Und den Verstand, seid sehr achtsam mit den Mythen, so wie Droge, Sex, Rock'n'Roll und perverse Ideologien. Denn diese Ideologien vernichten die Familie. Und so eine verwundete Familie kann dann nur heil werden, wenn sie ihr Blick zum wahrhaftigen Tabernakel richtet.
Und wir wissen ganz gut, dass die heutige Welt in ewiglicher Anbetung ist, aber vor den lügenhaften Tabernakeln. Die Mutter Gottes, sie ruft uns zum Rosenkranzgebet auf und dieses Gebet ist nicht monoton. Mit dem Vater, unser Gebet, das uns Jesus selbst gelehrt hat, wir wiederholen nicht nur die Worte und vermehren sie, sondern wir suchen wahrhaftig das, was wir auch brauchen. Und mit dem Rosenkranzgebet, das sind die Worte, die der Engel ausgesprochen hat. Also mit den Worten gegrüßt heißt du Maria, die Mutter Gottes möchte, dass wir in ihr Mutterleib wachsen während des Lebens und sie bereitet uns vor für den Himmel. Und das Gebet muss ein Gespräch mit dem Himmel sein. Im Gebet müssen wir unser Herz benutzen, so wie in diesem Moment, wenn wir unseren Eltern etwas anvertrauen wollen. Und so wie Pater Slavko es gesagt hat, wenn ihr nicht Erfolg habt zu beten, schaut, dass diese Schwierigkeit im Gebet, dass es dann zu diesem Wesentlichen eures Gebetes wird. Das heißt, bevor ihr mit dem Gebet beginnt, vertraut alles der Mutter Gottes an. Das Gebet ist auch dann, wenn wir nicht Lust haben, um zu beten, das ist dann das Aufopfern, das ist Opfer. Und ich möchte jetzt enden mit den folgenden Worten. Danke dir, o Herr, denn in Medjugorje erlaubst du uns, dass wir unsere Hand in deine durchbohrte Seite legen dürfen. Wir erkennen dich im Brechen des Brotes. Danke dir, denn in unseren Herzen wird die Flamme entzündet, unser Herz brennt, solange wir dein Wort hören. Amen. Ora. Ora facciamo un canto insieme. Und jetzt werden wir gemeinsam singen. Evo samo pred pjesmu da kažem poslijepodne nastavljamo u 4 sata. Nun jetzt vor dem Lied noch, also heute Nachmittag, wir setzen dann fort um 16 Uhr unsere Freunde aus der Gemeinschaft Genacolo, sie werden dann ihre Zeugnisse haben und genauso auch hier nach dem Rosenkranz und nach der Heiligen Messe wird dann heute Abend auch das Bühnenspiel der Gemeinschaft Genacolo sein. Gesù è il capitano.
Nike insieme a lui stan navigando, dicono lava i nostri cuori tu che puoi, e i marinai che insieme a lui stan navigando, dicono lava i nostri cuori tu che puoi, Gerusalemme. Di cui Gesù è